Die Musik schließt dem Menschen ein unbekanntes Reich auf. Eine Welt, in der er alle durch Begriffe bestimmbaren Gefühle zurücklässt, um sich dem Unaussprechlichen hinzugeben. So jedenfalls befindet der Dichter E.T.A. Hoffmann. Der Volksmund sieht es weniger kompliziert. Da heißt es, solange georgelt wird, ist Kirchne das. Die Bewunderung, die Orgeln immer wieder finden, gelten nicht nur dem Musikinstrument, sondern auch dem bildnerischen Kunstwerk. Mit ihrer oft in die Tausende gehenden Vielzahl von Pfeifen und dem höchst komplizierten Mechanismus ihrer Steuerung erfüllt dieses Wunderwerk in seiner wohldurchdachten Konstruktion und technischen Vollkommenheit den Betrachter mit Ehrfurcht vor der handwerklichen Meisterschaft ihres Erbauers. Nach Gottfried Herder sind Orgeln Wunderbaue, Tempel von Gottes Hauch beseelt, Nachklänge des Schöpfungsliedes. Und einer, der die Orgel mit allen ihren Klangmöglichkeiten dem Zuhörer erschließen kann, ist Franz Lerndorfer. Unter seinen Händen erklingen Orgeln oft in zuvor nie vernommener Weise, weil er ein besonderes Gespür für die Klangfarben der einzelnen Register hat. Darüber hinaus besitzt er die Fähigkeit, im freien Spiel die Orgel als musikalische Ausdrucksmöglichkeit ihrer Zeit darzustellen. Im Deutschen Museum stehen einige der ältesten Orgeln Bayerns. Fritz Thomas, der Abteilungsleiter, hat diese Sammlung nach dem Kriege aufgebaut. Aber da hängt immer noch eine Taste, aber sonst schaut es ganz gut aus. Wollt ihr es einmal probieren? Ja, gibt es etwas Besonderes dabei? Ja, die Register sind jetzt anders. Da ist 8 Fuß, 2 Fuß und 4 Fuß und da ist eine Mixtur drin. Ja, gerne. Das läuft jetzt mit einem Elektromotor, aber jetzt können wir es auch mit Blasebalg betreiben. Ja. Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde der für den Pfeifenton notwendige Wind mit Muskelkraft erzeugt. Die Kunst des Kalkanten, so heißt der Mann hinter der Orgel, bestand darin, den Blasebalg so gleichmäßig zu betätigen, dass der Ton nicht schwankte. Vorführer Hermann Kaiser zeigt hier, wie es gemacht wird. Hervorragende Kalkanten durften im Barock als Ausdruck ihrer Würde einen Degen tragen. Einmal sagte der Kalkant zu Johann Sebastian Bach, also jetzt spielen wir wieder. Wieso wir? Fragte Bach. Ich spiele doch. Dann spielen Sie mal, sagte der Kalkant. Wind, rief daraufhin Bach. Also doch wir beide, sagte der Kalkant. Die Verbindung von der Taste zum Spielventil erfolgte ursprünglich rein mechanisch über Hebelsysteme. Durch diese unmittelbare Verbindung hatte der Spieler ein präzises Gespür für den Anschlag. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nutzte man neue technische Möglichkeiten und entwickelte zahlreiche Spielhilfen. Der Spielwind wurde jetzt durch ein System von Röhrchen zur Pfeife geleitet. Mit der so entstandenen pneumatischen Orgel ging aber das direkte Spielgefühl weitgehend verloren. Im modernen Orgelbau besinnt man sich wieder auf die mechanische Technik. Auf der 1630 erstellten Orgel, die aus der Kirche St. Maria in Thalkirchen bei München hierher ins Museum gebracht wurde und die bisher nur von hinten zu sehen war, improvisiert Franz Lerndorfer im Stil der Zeit. Eine besondere Vorliebe hat Professor Lerndorfer für die Barockorgel in Ottobeuren. Viele seiner Plattenaufnahmen entstanden hier. Orgelmusik aus der Barockzeit verlangt naturgemäß nach einem barocken Instrument. Zusätzlich inspiriert auch die Umgebung den Künstler und fördert werkgetreue Wiedergabe. Erbauer ist Karl Josef Rieb, der aus der Nähe von Ottobeuren stammt.
Er hatte Orgelbau in Frankreich gelernt, wo ihn der berühmte elsässische Orgelmacher Silbermann bescheinigte, klangliche Wunderwerke zu schaffen. Rieborgeln, so der Kirchenführer, gelten handwerklich, konstruktiv, qualitativ und klanglich als Höchstleistung der Orgelbaukunst schlechthin. Disposition, Windladen, Pfeifenkonstruktion, Mensuren, Registeraufstellung und Prospektgestaltung sind für den Fachmann von ausnehmendem Interesse und für den modernen Orgelbau von wegweisender Bedeutung. Wenn die entsprechenden Register gezogen sind, entsteht ein gewaltiges Klangbild. Die Orgel wird nicht zu Unrecht Königin der Instrumente genannt. Während für fast alle anderen Instrumente Spieltechnik und Interpretation entscheidend sind, bietet die Orgel eine zusätzliche Dimension, die schier unendliche Variierbarkeit ihrer Klangfarbe. Sie besitzt ja ihre Register nicht nur als einzelne klangliche Stimmen, sondern diese sind auch in jeder nur denkbaren Weise zu kombinieren.
Auf der Orgel im Keller seines Hauses zeigt Franz Lerndorfer einige charakteristische Klangfarben und nennt die Register beim Namen. Flaute 4. Spitzgetakt und Oktave 1. Sesquialte. Regal. Allmählicher Aufbau vom Klang. Volles Werk. Im Dom zu Passau befindet sich die größte Kirchenorgel der Welt. Es gibt 5 Einzelorgeln und entsprechend dazu 5 Spieltische. Am Hauptspieltisch laufen mit Hilfe neuester elektrotechnischer Mittel alle Fäden zusammen. Von hier aus kann der Organist jedes der 231 Register und jede einzelne der mehr als 17.000 Pfeifen zum Erklingen bringen. Die kleinste Pfeife ist 6 mm, die größte 11,30 Meter lang. Letztere wiegt 306 Kilogramm. Besondere Register sind Zimbelstern und Glockenspiel. Höchste und tiefste Töne befinden sich in der Nähe der Hörgrenze des Menschen. Nach dem eingangs schon erwähnten pneumatischen Instrument, einer sogenannten romantischen Orgel, muss man lange suchen. In Bayern ist dieser Orgeltyp eine echte Rarität. Wir fanden sie schließlich in Oberstdorf. Auf ihr lassen sich romantische Komponisten wie etwa Max Reger oder César Franck in idealer Weise interpretieren.
Eine Besonderheit ist der Crescendo-Tritt. Über ihn werden bis zum vollen Werk sämtliche Register nacheinander zugeschaltet. Eine weitere Spielhilfe ist der Schwellkasten, der ebenfalls über ein Pedal geöffnet oder geschlossen werden kann. In der Oberstdorfer Orgel findet sich auch ein Fernwerk, das durch Knopfdruck zugeschaltet wird. Es spielt jetzt nur ein hinter dem Hochaltar aufgestelltes Werk. Nach Herder sind Orgeln Wegweiser zu Gott. Wer ihre Botschaft versteht, wird angeregt zu seelischer Einkehr und Reflexion. Die Geheimnisse des christlichen Glaubens tun sich auf.